Am Donnerstag wurde die Feuerwehr zu einem Einsatz auf das Gelände einer Tierpension in Burbach-Holzhausen gerufen. Ein neben dem Gelände herfließender Bach hatte sich aufgrund der starken Regenfälle, die das Sturmtief Andrea mit sich brachte, zu einem reißenden Strom entwickelt. Mit einem Großaufgebot von Einsatzkräften wurde das Wasser aus den Hundezwingern und dem auf dem Gelände befindlichen Wohnhaus des Eigentümers abgepumpt. Alle Tiere konnten in Sicherheit gebracht und anderweitig untergebracht werden. Nach etlichen Stunden Arbeit konnten die Fluten unter Kontrolle gebracht und umgeleitet werden. Ja, bei Eintreffen hatte sich ein kleines Gewässer zu einem reißenden Strom entwickelt und floss über das Grundstück und in die Gebäude dieser Hundefarm hinein. Wir haben dann als Feuerwehr erste Maßnahmen ergriffen und versucht, mit Barrieren das Wasser etwas umzuleiten und haben dann angefangen, das Wasser abzupumpen.